Liebe Astrologiefreunde, Freunde der Astropolarity-Lehre, ich möchte euch hier auf unserem Astrovitalis-Kanal, den ihr ja kostenlos abonnieren könnt, ein paar Worte sagen zum Jahreswechsel 22/23. Die haben überhaupt keinen politischen Bezug oder irgendwie einen Bezug zu bestimmten gesellschaftlichen Themen oder Vorkommnissen, sondern es sind so einfach ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Dante Alighieri, der Schöpfer der göttlichen Komödie, ein Werk, was als eines der wichtigsten in der Weltliteratur angesehen wird und über das ich auch, könnt ihr auf meiner Webseite auch nachlesen, mal ein Essay geschrieben habe mit Bezug auf den dritten und vierten Quadranten. Der hat gesagt, drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder. Das ist wohl sehr wahr. Unabhängig davon, dass es vor über 800 Jahren von Dante gesagt worden ist. Wir leben heute in Zeiten, wo ganz im Unterschied zu dieser wahnsinnig wichtigen Einsicht und Wahrheit, die ich eben zitiert habe, es im Grunde genommen ständig, ich nenne das mal so, Epilepsien des Intellekts gibt. Irgendwelche intellektuellen Auswüchse und Versteigungen, in die sich die Menschen, vorrangig viele Politiker, begeben. Und dadurch verliert das Leben über den Intellekt und über dessen Verkrampfungen schlicht und einfach an Reinheit, an Wahrheit und auch an Einfachheit. Die wesentlichen Dinge im Leben sind immer einfacher Natur. Und insofern freue ich mich, wenn uns heute meine Enkel besuchen, 6 und 8 Jahre alt. Da kann ich dann in den Augen der Kinder noch erkennen, was wahrhaftig ist und was rein ist und was unverstellt ist. Genauso wie in den Augen der Tiere und aller Lebewesen, die von erwachsen gewordenen Menschen noch nicht bewusst oder unbewusst gezwungen wurden, sich in einer sehr unguten Weise, auch für die Welt sehr unguten Weise zu verstellen. Also diese Einfachheit, auf die beziehe ich mich immer mehr. Und ihr wisst ja möglicherweise, dass die Astropolarity-Lehre auch Einfachheit als eine absolute Maxime hat, denn die wesentlichen Dinge sind immer einfacher Natur. Insofern wünsche ich euch ein gutes nächstes Jahr. Die Zeiten sind natürlich turbulent, aber wann waren sie das denn nicht? Aber es ist halt wichtig, dass jetzt inhaltlich einige Dinge passieren werden. Seht euch auch das Video an, was ich gemacht habe in Bezug auf das Ende von 2024. Es werden jetzt inhaltlich Dinge passieren, die ein wirklich historisches Ausmaß haben für die Menschheit an sich. Aber was bleibt? Sind die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder. Alles Gute euch.